zum heutigen Programm. Der betrifft die Jugend. Ich freue mich sehr, dass wir heute sehr junge Architekten zu Gast haben, beziehungsweise einen. Und viel junges Publikum. Ich habe schon gefragt, ob ein Sonderzug aus dem Ländle angereist ist. Die Kollegen Markus Inauer und Sven Matt sind beide Jahrgang 1980 und haben ihr Büro 2012 in Bezau im Bregenzer Wald gegründet. Die beiden sind der Vorarlberger Bautradition und vor allem auch der Holzbauweise verpflichtet, mit einer unaufgeregten Alltäglichkeit Orte mit Bestand zu schaffen, die einem aber durchaus vertraut vorkommen sollen, ist das zentrale Motiv ihrer maßstäblichen und feinen Projekte. Es handelt sich um Arbeiten, die sehr intensiv das Umfeld berücksichtigen und im Detail materialgerechte Ausführungen zeigen. Sorgfalt und Bedacht seien nach Eigendefinition ihre ständigen Begleiter. Darüber hinaus sei Ehrlichkeit ihr Schlüsselwert. Jedenfalls sind ihre gezeigten Lösungen klar und unmissverständlich. Obwohl sie sich schon seit der Schulzeit kennen, haben sie unterschiedliche Ausbildungswege. Der eine, nämlich Sven, hat in sehr jungen Jahren vielfältige Baumhäuser in multiplen Varianten gebaut. Markus wiederum wurde vom Nachbarn Oskar Leo Kaufmann inspiriert. Er studierte dann Architektur an der Angewandten, Diplom 2008 in der Meisterklasse Hadid und an der UCLA. Zwischen 2002 und 2008 Mitarbeit beim zuvor erwähnten Nachbarn. Sven Matt studierte an der TU Innsbruck und Wien, wo er 2007 diplomierte. Während des Studiums arbeitete er bei Dietmar Feichtinger in Paris und später bei Bernardo Bader. Ihr vielfältiges Werk wurde schon mit zahlreichen Preisen gewürdigt. Unser ZV-Bauherrenpreis zum Beispiel vergangenes Jahr, 2017 Staatspreis Design für räumliche Gestaltung, insgesamt mehrere Holzbaupreise und 2018 wieder die Jugend unterstreichend der 40 Under 40 Award. Wir sind Architekten, wir haben auf alles Antworten, sagten die beiden einmal in einem Interview und darauf sind wir jetzt durchaus sehr neugierig. Bitte. Dankeschön für die einleitenden Worte. Sehr gut vorbereitet, muss ich sagen. Ich bin Markus Inauer von Inauer Matt Architekten. Der Sven ist zu Hause geblieben. Wie schon erwähnt, vorhin in den einleitenden Worten, danke auf jeden Fall für die Einladung. Freut uns sehr, wieder mal in Wien sein zu dürfen. Hier bei der ZV. Das ist Bezau. Hier wohnen und arbeiten wir. Es war mehr oder weniger Zufall, dass wir direkt nach dem Studium wieder da gelandet sind. Hat sich aber für uns als gute Entscheidung herausgestellt, in beruflicher wie auch in privater Sicht. Im Prinzip, normalerweise sind alle Vorarlberger Architekten in
prägend Dornbirn oder Feldkirch. Ja, wir haben die Zelte hier aufgeschlagen. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis man uns registriert hat, aber ich glaube, mittlerweile ist es eh wurscht, wo man ist. Das ist unser Büro. Das wurde, also das ist ein typisches altes Wälderhaus eigentlich, als da wurde in den 60er Jahren wurde der Stall, der hinten war, also da, wo jetzt das Büro ist, wurde eben zum Fotoatelier ausgebaut. Das hat damals der Leopold Kaufmann gemacht, also das ist der Vater vom Oskar und Onkel vom Hermann. Und das war sein Erstlingswerk, ich glaube 63 oder 64, und es hat damals für recht viel Aufsehen gesorgt, im Dorf natürlich, so eine Glasfassade und so weiter. Ja, wir sind da in Miete, haben das irgendwie über meine Oma damals noch eingefädelt, weil die alte Fotografin gekannt hat, und so läuft es halt bei uns. der Raum an sich, das ist für uns einfach kein super Raum zum Arbeiten. Er ist klar organisiert, es gibt nur in der Mitte drin, gibt es einen Kern, da war früher die Dunkelkammer zum Filme entwickeln, und rundum ist alles frei organisiert. Und für uns auch kein Thema punkto Nachhaltigkeit, jetzt abseits von Passivhaus und was weiß ich was für Diskussionen. Der Raum ist für uns, wir mussten nichts machen, außer unsere Tische reinstellen und haben begonnen zu arbeiten. Genau, und was man sieht in jedem Eck, ist einfach in jedem Detail, alles ist sorgfältig gestaltet, dass es ein Erstlingswerk ist, und das war für uns am Anfang einfach auch sehr inspirierend, oder ist es immer noch, und hat uns auch ein Stück weit vielleicht geprägt. Ja, da, uns ist wichtig, dass wir da auch am Dorfleben ein bisschen teilnehmen und auch, dass man sieht, dass es uns da gibt als Architekturbüro. Ja, das Umfeld ist generell ein wichtiges Thema. Also wir sitzen also im Bregenzer Wald, das ist ja bekannt ist für viele Holzbaufirmen und auch Architekten von da stammen. Also wir haben das Glück, dass wir uns da gewissermaßen, ich würde fast sagen, in ein gemachtes Nest setzen dürfen, was jetzt Bewusstsein für Architektur und Baukultur angeht. Das ist sicher ein Vorteil. Und ja, aber trotzdem ist es als junges Büro immer schwer zu starten. Am Anfang kurz mal einfach einen Überblick, was so passiert ist von Bürogründung bis jetzt, und dann so ein paar Begriffe, die uns ständig begleiten, und dann noch ein paar Projekte. Wie lange habe ich eigentlich Zeit? Okay, ich bin eher schnell normalerweise. Der Sven ist immer lang dran. Okay, Anfang. Das zeige ich immer ganz gerne, weil normalerweise wird das nicht erwähnt. Das war mein Diplom bei Saha 2009. Und ja, während dem Studium haben wir halt lauter, also das Studium war gut, ich möchte nichts Böses sagen, aber man hat halt in totalem anderen Maßstab gearbeitet, wie wir begonnen haben. Und es war halt damals, ja, parametrisches Modellieren und so weiter war gerade angesagt, und wir haben Hochhausfelder geskriptet, und dadurch ist dann auch der Wunsch irgendwie im Inneren entstanden, nach dem Studium was Bodenständigeres zu machen. Der andere Schenker sehe ich auch hier von Schenker Salvi Weber, das war übrigens mein Studienkollege, bei dem sieht man auch nicht mehr allzu viel. ja, und das waren dann die ersten Projekte. Der Sven hat ein kleines Haus gemacht für seine Tante, Haus für Gudrun. Ich habe während dem Studium schon einen Wettbewerb gemacht also mit einem älteren Kollegen zusammen, den wir glücklicherweise gewonnen haben, für so ein Bergrestaurant, also bei uns in der Gegend. Und ja, so sind wir eigentlich dann gestartet. Also wir haben während der Arbeit schon ein bisschen begonnen, einfach parallel so ein bisschen was aufzubauen und Projekte zu machen. Dann kamen die Kinder dazu. Natürlich im schwierigsten Moment, wenn man beginnt, das Büro zu gründen. Da haben wir uns allerdings auch ganz gut abgesprochen. Also der Sven hat auch Jahrgang 2011 und 2013 und ich auch.
Er hat zwei Buben und ich habe zwei Mädchen. Aber er hat jetzt 2018 noch eins nachgelegt, das war nicht abgesprochen. Genau, und gestartet haben wir mit Häusern. Also die ersten Projekte, glücklicherweise gibt es junge Bauherren, die einem das Vertrauen schenken, nach dem Studium ein Haus zu planen für sie. Ist auch nicht selbstverständlich. Da steckt man dann halt viel Energie rein, arbeitet wahrscheinlich doppelt so lange an einem Haus, wie man es jetzt machen würde. Und es war für uns einfach ein guter Start, um Referenzen zu haben. Jetzt ist es immer mehr so, dass wir uns da so ein bisschen langsam zurückziehen, aber wenn wir aufgeschlossene Bauherren haben, machen wir es natürlich immer noch gerne. Kleine Dinge beschäftigen uns auch. Ganz unterschiedlichen Maßstab, einfach, dass, wenn man da richtig in die Tiefe gehen kann, sei es jetzt links oben so eine Hausnummer oder so ein, da sind wir jetzt gerade das umzusetzen, ein wirklich kleines Haus mit 35 Quadratmetern oder eben eine kleine Kapelle am Berg, auf die werde ich dann später noch näher eingehen. Gleichzeitig Wettbewerbe. Ab 2012 durften wir offiziell. Da Maßstab ist es uns eigentlich relativ egal, wo es ist, auch die Aufgabe. Wenn die Aufgabe interessant ist, dann machen wir eigentlich gerne mit. Ein paar haben wir auch gewonnen, die meisten nicht, wie es halt ist. Eins, das wir gewonnen haben und jetzt umgesetzt, ist die Patschakowl-Bahn in Innsbruck. Insofern wichtig, weil es der erste internationale Wettbewerb war, der wirklich groß ausgeschrieben war. Da haben wir schon gespürt, nachdem ist es so ein bisschen leichter gegangen. Also da wurde man quasi ernst genommen. Noch ein wichtiges jetzt gerade, Baubescheid ist da, Baubeginn noch nicht. Kunstraum in Kassel, das war letztes Jahr ein Wettbewerb, da sind wir in Deutschland gibt es die Regel, dass junge Büros zugelassen werden, zumindest ein paar, bei jedem Wettbewerb gibt es bei uns nicht, anscheinend in Deutschland jetzt auch nicht mehr. Finden wir gut und sind dadurch auch zu dem Wettbewerb dazugekommen und glücklicherweise sich da auch ausgegangen. Was all diese Aufgaben und Projekte irgendwie zusammenhält, ist zwischendrin darum, wir sind immer auf der Suche nach, in der Einleitung schon erwähnt, nach so einer gesunden Mitte. Wir haben das Gefühl, dass wir uns immer so zwischen zwei Extremen bewegen und dann abschätzen müssen, wo ist jetzt die gesunde Mitte. Das bezieht sich ganz einfach auf Autarkie und Kontext. Wir machen viel, ich sage mal, autarke Gebilde in der Landschaft, also Bergstation, ein Haus. Und da versuchen wir eben mit Hingabe das Ganze in Kontext zu bringen, sei es jetzt klassisch städtebaulich oder auf emotionaler Ebene oder über die Materialisierung, damit diese Gebilde die Isolation überwinden. Sorgsamkeit und Gelassenheit, das ist so gemeint, also Sorgsamkeit bedeutet für uns auch wieder Hingabe, die Aufgabe mit bestmöglichem Engagement zu erfüllen, was jetzt Städtebau, Detaillierung, Grundrisse und so weiter betrifft. Aber wir wollen dem Ganzen auch eine gewisse Gelassenheit geben. Also es muss jetzt nicht, jedes Projekt, wir wollen nicht mit jedem Projekt die Architektur neu erfinden.
Also jetzt ganz einfach dieses Detail da, Attika-Detail, das ist ein, also von einem Bauernhaus, das Hinterhaus, da geht es uns jetzt nicht darum, das zwanghaft zu verstecken oder zwanghaft über zu inszenieren, sondern einfach sauber zu detaillieren und umzusetzen. Bruch und Kontinuität, das kommt so ein bisschen aus dem, was ich vorhin schon erwähnt habe, aus dem Studium. Ja, da haben wir, wie schon gesagt, da ging es einfach darum, möglichst großflächige Konzepte zu machen für Hochhausfelder, Flughäfen, was auch immer, und dann das in ein Rendering zu packen aus der besten Perspektive, dass es möglichst gut ausschaut, so ungefähr, und dann war es eh schon ganz okay teilweise. Und ja, daraus ist eben dieses Gefühl ein bisschen nach bodenständig, nach greifbarer Architektur, nach Architektur mit Fundament entstanden. Pragmatismus und Leidenschaft. Da gibt es natürlich auch den finanziellen Aspekt, um das Büro am Leben zu erhalten. Also wir machen jetzt auch einen großen Geschosswohnbau mit 200 Wohnungen oder so, oder 250. Und das ist gewisserweise Pragmatismus auch in der Detaillierung und alles. Da haben wir gemerkt, da stößt man dann relativ schnell an die Grenzen. Dafür können wir, vorausgesetzt, da bleibt was übrig, dann wieder Projekte wie diese kleine Kapelle machen und das eben Leidenschaft. Jetzt zeige ich noch vier Projekte, die eigentlich so diese Themen beinhalten. Das erste ist eines unserer ersten Projekte, das eben auch wichtig war. Ja, da haben wir das erste Mal Presse bekommen und dann vertrauen auch die Kunden und dann vertrauen die anderen Architekten und dann geht es halt einfach einfacher. Daher war das einfach ein wichtiges Projekt für uns. Das ist der Bauplatz hier. Städtebaulich ging es uns darum, dass wir diesen Weiler mit diesen kleinen Weiler, also diese Ansammlung von Gebäuden, komplettieren. Das Grundstück schaut recht beschaulich aus, ist aber eigentlich war nicht einfach zu bebauen. Erstens der Zuschnitt vom Grundstück, zweitens die Topografie, also recht steil, aber dafür wunderschön mit Blick in den hinteren Bregenzer Wald. Es gibt hier zwei Bäume, ich weiß es nicht welches, eines ist Nuss, eines ist Linde, das ist Linde wahrscheinlich. Ja, die Topografie haben wir natürlich auch versucht zu nutzen und das Gebäude einfach möglichst sanft in den Hang zu stellen, ohne große Geländeveränderungen im Schnitt. Dann oben ist es eigentlich recht pragmatisch, recht einfach organisiert, ziemlich effektive Organisation mit Eingang, Erschließung, Zimmer an den Stirnseiten, integrierte Garage und Elternbereich, aber trotzdem eine räumliche Qualität nach oben. Das Untergeschoss hingegen ist knüpft eigentlich zu diesen zwei Bäumen an, also mit diesen Terrassen zu beiden Seiten. Also es streckt sich so zu diesen zwei Bäumen hin und ist daher dazwischen mehr oder weniger frei organisiert, nur mit diesem Kachelofen in der Mitte. Es war so, dass der Bauherr, der hat unendlich Holz zur Verfügung gehabt, weil er einen eigenen Wald hat. Und das hat auch so Auswirkungen gehabt, man sieht später noch auf die Fassade und so weiter, aber auch auf die Heizung. Also es ist so, dass es gibt nur einen Ofen, sonst gibt es eigentlich keine Heizung. Und über so Schläuche werden im Prinzip vom zentralen Ofen
wird die Wärme in die ganzen Zimmer verteilt, also so wie es eigentlich ganz früher war. Das ist eben das Holz, das wir für fast alles verwendet haben, also für Fassade, für Böden, für Täfer, für Konstruktion. Also beim richtigen Mondzeichen geschlägert kann man es im Prinzip, wenn es, also es ist natürlich auch am Nordhang gewachsen, also das heißt die Jahre sind enger und erhöht, also qualitätvolles Holz, kann man es eigentlich für fast alles verwenden. Das hat uns auch so ein bisschen ein Experiment erlaubt mit der Fassade. Also die Bauherren sind, also er ist Grafiker und sie ist irgendwie im Mode-Business tätig. Und darum fanden wir so eine Art Bürgerhaus passend, so wie es früher auch einige gab oder wie es jetzt noch gibt da in der Umgebung, das ist eigentlich nicht weit weg. Diese Häuser haben so ein, also im Gegensatz zu anderen Häusern bei uns in der Gegend, haben die so einen gewissen Schmuck, also so eine Gestaltung, die einfach über die reine Funktion der Fassade rausgeht. Und das ist eigentlich das, was wir da auch versucht haben zu machen oder zu interpretieren, dass es einfach ein Kleid um das Haus gibt, das gestaltet ist und mehr als wie Witterungsschutz ist. Ja, klassischer Holzbau, Holzelementbau, also von dem her nichts Besonderes. Und auch das Holz, eben auch dieses Holz kommt aus dem Wald, genauso wie die Vertäfernung. Der Boden war ein ganz heikles Thema. Wir wollten unbedingt einen also komplett rohen, unbehandelten Boden. Also Weichholzboden, unbehandelt und also direkt aus dem Sägewerk, also Bandsägeschnitt. Und das war natürlich für die Bauherrin am Anfang Horrorvorstellung. Auch in der, wie man sieht, in der Küche, also überall ist der Boden jetzt drin. Und wir haben es dann durchgekriegt und lustigerweise ist jetzt genau dieser Boden ist jetzt so der Stolz der ganzen Familie. Weil die erzählen halt jedem, das ist ihr Boden aus ihrem Wald und jede Delle ist halt von irgendeinem Kind, wo irgendwas runtergefallen ist und jetzt wird er so richtig, richtig schön mit den Jahren. Also jetzt wird er so, ja, wie man ihn aus einer alten Hütte eigentlich fast kennt. Nicht ganz so extrem, aber. Ja, noch mild, Küche. Ah, das ist der Sven, der mit dem Bier, der. Und ja, das ist also das Haus für Julia und Björn ist für uns eigentlich ein gutes Beispiel, dass man es ist ein autarkes Gebilde, Einfamilienhaus, klassisch, verpönt, hoher, schlechte Energiewerte, hoher ökologischer, großer Fußabdruck. Aber trotzdem haben wir es, glaube ich, geschafft, dass wir das Haus auf mehreren Ebenen einfach mit dem Kontext verbinden. Die Gartenwerkstatt Strubeburb, das ist in Bezau, das war der erste Auftrag, den wir bei uns bekommen haben im Dorf. Anfangs waren wir ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, also da gibt es halt, man sieht es, da gibt es halt so extrem viel Sachen für Garten und alles mögliche, einfach viel zu viel für uns und teilweise entspricht es nicht unserem Geschmack, sagen wir so. Und oben gibt es dasselbe nochmal für Küche. Da drin ist das Stammgeschäft von ihm und es läuft so gut, dass er eben diese Erweiterung brauchte. Aber es war wirklich einer der besten Bauherren, müssten wir sagen, den wir je hatten. Also haben wir total falsch eingeschätzt. Und ja, das war für uns so ein bisschen grenzwertige Erfahrung. Also wie schon gesagt, während dem Studium ist so das Gefühl nach
ich sage mal, Soft Facts der Architektur hochgekommen. Also es geht nicht nur um schöne Bilder, es geht auch um Emotion, um Erinnerung, um Haptik, um von mir aus auch, wie das Holz schmeckt da drin. Und daraus ist so ein bisschen das auch entstanden. Da steht es, also das Weiße ist es jetzt, wie es da steht. Das ist das Stammhaus von ihm, also da hat er das Geschäft drin. Und das ist der Garten von ihm, wo er diese Erweiterung eben gebaut hat. Für uns war wichtig, man sieht es, also da gibt es schon so Typologien, so ähnliche. Aber das ist natürlich ein Grund. Ein weiterer Grund ist, man sieht hier diese eigentlich, die bilden fast einen Kreis, diese sechs Häuser. Und für uns war es wichtig, ein Haus zu machen, das einfach zu allen Seiten kommuniziert. Also das nicht irgendwie eindimensional in die Richtung oder in die Richtung da drinnen steht. Einfach, dass es ja, zu allen Seiten ein Gesicht hat. Daher eigentlich auch der kreuzförmige Grundriss, ein bisschen abgewandelt. Oben und unten eigentlich offen, frei organisierbar, gestaltbar für ihn, mit nur wenigen klaren Möbeln, die eingebaut wurden, und einer Treppe. Bei der Konstruktion haben wir uns, wie sagt man so schön, die Brücke in die Vergangenheit geschlagen und haben eben den Anspruch gehabt, ein Haus zu machen, das komplett ohne Leim auskommt. Das heißt also ohne Leimbinder, wie man es jetzt macht, ohne verleimte Platten und so weiter, sondern wirklich so traditionelle Zimmermannsarbeit. Und das war gar nicht so einfach, weil das können nicht mehr viele. Also viele stapeln halt Kisten aufeinander und schrauben irgendwelche Platten zusammen. Aber wir haben dann einen gefunden, der das macht, auch bei uns im Dorf. Der war ganz motiviert. Und ganz kurz zu dem Foto würde mich interessieren. Mit den Herren, waren das Zimmerleute oder was ist das? Das kann ich nicht sagen. Würde ich lügen. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ja. Ja, wahrscheinlich eine Zunft. Ja, ja, ich denke schon. Ja. Vielleicht haben sie einen Ausflug gemacht auf eine Messe oder ja. Was. Ja, und weil der Vorfertigungsgrad halt immer hoch ist oder hoch sein soll, weil man halt alles dann in der Werkstatt machen kann, haben wir uns mit dem Zimmerer zusammen entschieden, dass wir eben den Dachstuhl im Ganzen machen und den dann einfach als Ganzes zur Baustelle transportieren. Und dazu gibt es einen Film. Geht es? Vorarlberg heute. Das war recht spektakulär. ja, man sieht es, glaube ich, Interpretation. Ja, außen Weißtanne. Und innen eben von der Materialisierung sehr materialgerecht. Alles eigentlich komplett roh, geschliffener Beton, Stahl nur geölt, und alle anderen Flächen sind komplett roh.
und eben ja, so klassische Verbindungen, Unterzüge, also einfach ganz klar traditionell konstruiert. Auch oben der Dachstuhl. Jetzt zur kleinen Kapelle am Vorsäß Wirmboden. Ja, ein Vorsäß, also das ist quasi eine Ansammlung von Hütten über die Jahrhunderte wahrscheinlich entstanden. Vorsäß ist quasi zwischen Tal und Alpe, für die, die es nicht wissen. Also da grasen die Kühe quasi im Frühsommer und im Spätsommer auf dem Weg hoch und auf dem Weg wieder runter. Und ja, die sind im Prinzip wahrscheinlich einfach ganz logisch auf Grundbodenverhältnissen so zueinander gestellt. Und irgendeinen Masterplan hat es da wahrscheinlich keinen gegeben, aber sie stehen recht interessant zueinander. Wir haben dann die Kapelle mit in die Mitte reingestellt. Das war die alte Kapelle aus den 80er Jahren oder Ende 70er, Anfang 80er Jahren. Die hat einer dieser Wirmbödler quasi in Eigenregie gebaut, an einem Standort, der für alle anderen unverständlich war. Hier sieht man auch warum. Also die alte Kapelle wurde 2013, glaube ich, von einer Lawine mitgerissen. Eine Hütte wurde auch noch leicht beschädigt. Hier sieht man nochmal, warum sie mitgerissen wurde. Also das war der Standort und der war einfach halt zu nah am Lawinenkegel. Und der neue Standort ist ja, für eine Kapelle angemessen, wie wir finden. Ja, den Auftrag haben wir lustigerweise vom Pfarrer bekommen, also vom Pfarrer von der Gemeinde, zu dem dieses Vorsäß gehört. Wie es halt so ist, als junges Büro, Kapelle baut man sowieso nur einmal, haben wir uns relativ naiv eigentlich reingestürzt und haben uns gedacht, die muss mindestens so gut werden wie die von Zukrowitsch Nachbauer auf dem anderen Berg. Also innenliegende Schalung, dann halt Steine raufgemauert aus Findlingen und so weiter. Ja, dann war die erste Präsentation. Wir haben uns richtig angestrengt. Einer hat uns auch noch so eine Baumaske gemacht, damit die Größe vorstellbar ist. Und wir hatten eigentlich das Gefühl, dass es ganz gut gelaufen ist. Man sieht aber, wenn man genau hinschaut, es gab hier schon erste Grüppchenbildung. Also bei der Präsentation. Und im Prinzip wurde dann halt die Kapelle wurde so ein bisschen zum Brennpunkt der ganzen Familienangelegenheiten, die da oben schon länger irgendwie unausgegoren sind. Und ja, wir haben dann das sind die Wirmbödler, wir haben dann von natürlich gehört, dass man an Stammtischen redet, die wollen da ernsthaft einen Betonbunker in unser schönes Wirmboden raufstellen und so weiter. Und es hat kein Vordach, kein Kreuz, kein Turm, gar nichts. Und das wurde dann auch an uns herangetragen, zwar recht spät, aber doch. Und dann war halt die Frage, sagen wir denen, macht es einfach selber oder kommen wir runter vom hohen Ross des Architekten? Wir sind runter. Klar. Und haben einfach die Kapelle zugänglicher gestaltet, also für alle zugänglicher. Es gab ein Holzdach, es gab sogar ein minimales Vordach. Was es nicht gab, ist ein Glockenturm, also da haben wir uns strikt dagegen gewehrt. Und was aber das Allerwichtigste war, ist, dass wir das Ganze so konstruiert haben, dass die das selber bauen konnten. Also die Herausforderung war eigentlich die, ohne Hilfe Dritter, ohne Maschinen, dass sich jeder beteiligen kann und dass die ihre Kapelle selber machen können. Das hat auch funktioniert.
da hat dann, wir waren selber erstaunt eigentlich, was für eine Eigendynamik das Ganze bekommen hat. Je nach Qualifikation, die einen waren halt da, die anderen haben Steine gesammelt. Es ging so weit bis zum gemeinsamen Glockengießen in Innsbruck beim Grasmeier. Und jeder hat sich eingebracht beim Dachstuhl und man sieht eigentlich den Stolz in den Gesichtern von den ganzen Leuten. Wir waren dann auch wieder richtig motiviert und haben sogar bis zum Schlüssel dann mitgeredet, weil wir dachten, wir können jetzt da nicht einfach ein normales Marktschloss bei der Kapelle hinmachen. Und ja, der Schlosser war auch, und das war echt dann eigentlich super. Ja, und jetzt steht sie da. wie soll ich sagen? Also, sie ist natürlich nicht mehr so architektonisch scharf geschnitten und alles, aber sie fügt sich, das müssen wir zugeben, sie passt sich einfach gerade da, wo sie jetzt steht, mittendrin, sie fügt sich besser ein in diesen Ort. Sie hebt sich trotzdem natürlich ab über das Dach, über die Materialisierung und so weiter, aber im Gesamtgefüge ist es, glaube ich, langfristig die bessere Lösung. Vielleicht noch kurz da, also Brettelschalung und dann alles selber reingefüllt, auch die Steine selber rein, und da hat man dann im Prinzip so Papier hinterfüllt, dass die Steine keinen Beton abkriegen, unter Anführungszeichen. Ja, und die Glocke ist integriert ober der Türe von innen und von außen, von oben kommt eigentlich diffuses, angenehmes Licht in die Kapelle. Und da sind schon die ersten Sterbebilder. Ja, und am Schluss war dann die Weihung der Kapelle. Und Moment, vielleicht da irgendwie. Ja, und dann war eh alles gut. Dann waren wieder alle glücklich und alle haben sich auf die Schulter geklopft. Und Patschakofelbahn in Innsbruck. Ja, ist das größte Projekt bisher. Oder zumindest das mit Abstand aufwendigste für uns. Haben wir auch nicht alleine gemacht, da haben wir einen Projektpartner vor Ort dazugenommen, weil der Zeitplan war auch sehr straff. Und AO-Architekten, ein Büro aus Innsbruck, die halt so ein großes Projekt effizient auch begleiten können oder durchdrücken. Drei Stationen, Talstation, Mittelstation, Bergstation. In der Talstation, also ein Restaurant, Shopbereiche, Skischule, alles Mögliche. In der Mittelstation, hauptsächlich, die ist darum so groß, weil da hauptsächlich die Garagen für Pistenwalzen und auch die Garagen für die Kabinen drin sind, also quasi wenn die Bahn nicht läuft. Und oben Bergstation, Restaurant und Seminarräume und Büros. Unser Ansatz war, abstrakte Gebilde zu machen, über alle drei Stationen, die im Prinzip durch ihre Abstraktion die Landschaft in den Vordergrund rücken, zusammengehörig, also es gibt eigentlich immer so horizontale und vertikale Elemente, das sieht man hier besser im Modell. Also in der Vertikalen ist die gesamte Technik untergebracht, eigentlich ein recht einfaches Konzept, also Seilbahntechnik, WC-Anlagen, Lagerräume, Nebenräume, Haustechnik, und in der Horizontalen sind die gesamten Besucherbereiche und öffentlich zugänglichen Bereiche organisiert. Das Ganze spiegelt sich auch im Materialkonzept wider. Es gibt eigentlich eine schützende Hülle aus Beton und dann wie so Implantate aus Holz. Ähm,
Ja, Bauherrschaft war angenehm. Wir haben große Muster machen lassen, auch wieder mit differenzierten Oberflächen gefräst und schalglatt und sägerau und gehobelt und so weiter und Zirbe und Fichte und alles Mögliche haben wir probiert. Wir waren eigentlich recht gut auf Schiene. Ja, dann ist losgegangen. Da war es ein Vorteil, dass wir unser Büro in Vorarlberg hatten und nicht in Tirol. Weil das war teilweise wirklich nicht lustig. Also die Bürgerproteste waren ja noch recht harmlos. Aber die Bürgermeisterin wurde beleidigt und es wurde einfach auch Vandalismus betrieben. Und also wir hatten da zeitlang recht krassen Gegenwind. Genauso wie auf der Baustelle. Natürlich genau in dem Winter ist er schon Ende Oktober oder so gekommen, oben. Also wir waren, die Fenster waren noch nicht drin, wie man sieht, und da ist quasi der erste Schnee gekommen. Und es war generell recht komplex alles. Ja, wir haben es dann fertig gekriegt, das Restaurant oben nicht. Nicht vor Weihnachten. Der Herr von Doppelmayr hat mir gesagt, eine Doppelmayrbahn muss vor Weihnachten laufen. Also das haben wir hingekriegt. Aber das Restaurant unten, also das ist hier im Ansatz zu sehen, das ist fertig geworden, aber oben nicht. Diese mittlerweile auch abgeschnitten, diese Speier. wo ich es gerade sehe. Und ja, man sieht hier ganz klar eigentlich bei dem Foto sowieso, dass es eigentlich so abstrakte Elemente in der Landschaft sind, die eigentlich ganz klar gefasst sind im Beton und dann Holz, diese Holzimplantate haben. Ja, da schaut sie rüber direkt zur Hungerburgbahn auf der anderen Seite von Saha. Also das ist quasi die Bergstation. Im Innern hingegen ganz anders, also außen diese eher witterungsbeständige, harte Hülle, und das Innenleben hingegen ist total weich und aus Holz und auch recht überraschend, wenn man reinkommt, also für die Besucher. Decke, Bänke zum Sitzen, andere mit Aussicht. Und da war uns einfach wichtig, dass wir nicht so, wie man es oft aus Skigebieten kennt, man kommt in eine große Halle hinein, wo 100 Tische sind, sondern dass wir einfach verschiedene, unterschiedliche Zonen schaffen, zum Sitzen oder an der Bar, und vorne gibt es noch einen Kamin, den sieht man jetzt nicht, dass man nicht dieses Gefühl kriegt, dass man aus einer großen Abspeise ist. Also es gibt einfach unterschiedliche Raumgefühle, auch mal kommt die Decke runter, mal ist sie hoch. Da waren wir privat nochmal drin, vor 3 Wochen oder so. Und das Schöne ist jetzt eigentlich, klar, es gibt dann immer Sachen, die einem ärgern, zum Beispiel, dass genau hier jetzt der Beton nicht schön ist, genau unter der Schrift hier und hier. Aber das ist halt so, haben wir auch festgestellt bei so einem großen Projekt. Was uns extrem gefreut hat, hört man mich noch? Ja. Was uns extrem gefreut hat, ist, dass es gut angenommen wird und auch wirklich so funktioniert, das Ganze von den Abläufen her, wie wir uns das vorgestellt haben. Also bei der Talstation, da dieser Platz, wo man ins Restaurant reingeht und zur Bahn, und auch oben dieser Platz, wo man rauskommt, und die Terrasse. Also funktioniert eigentlich vieles so, wie wir uns das gedacht haben, und das finden wir schon auch wichtig. Und der Wirt da oben, der hat mir erzählt, dass er 80% Innsbrucker Gäste hat, was super ist. Also es ist so ein richtiges einheimisches Skigebiet wieder geworden. Ah ja, die habe ich noch reingepackt. Die Skizze hat mir der Wirt noch mitgegeben, weil es so gut läuft, will er jetzt daraus erweitern. Also bei dem Anschütten auf der einen Seite und da eine Terrasse machen.
Ja, ich habe es mal an Landschaftsarchitekten weitergeleitet. Vielleicht hat er eine gute Idee. Gut, jetzt noch kurz das letzte Projekt. Kunstraum in Kassel. Das ist die Kunsthochschule in Kassel. Also der Bau ist an der Kunsthochschule, ist quasi Teil der Kunsthochschule. Das steht alles unter Denkmalschutz. Also der Bestand ist so aus den 60ern vom Posinenske, so Stahl und Sichtbeton. Sehr schöner Bau. Und da gab es eben diesen Wettbewerb vor eineinhalb Jahren oder so. Und also das Schwarze ist der Neubau, das ist der Bestand. Also es war eine beengte Situation, oder ist es. Wir haben es jetzt ein bisschen verkleinert aus Kostengründen, klar. Und also jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz bekommen. Ja, also das ist alles Denkmalschutz und das ist der Neubau, diese Halle. Ganz klar organisiert, also sind nur so, diese Ecken sind zu, alles andere ist komplett offen in beide Richtungen. Von der Position her ist es ein bisschen auf die eine Seite gerückt, dass wir unterschiedliche Außenraumqualitäten kriegen, da eher einen grünen, engeren Raum, da ein bisschen einen größeren Platz vor dem Gebäude. Im Innenraum eben im unteren Bereich alles öffnenbar. Und oben eben so, im Wettbewerb haben wir uns da einfach gedacht, ja, so, es wäre cool, so Linsen, wo das Licht reinkommt, weil wir sowieso nicht gedacht hätten, dass wir da gewinnen. Und dann war es halt so, dass wir gewonnen haben. Und genau. Zur Funktion, also wichtig ist einfach, dass der Raum total flexibel nutzbar ist, einmal als Ausstellungsraum natürlich, dann soll es auch für Veranstaltungen oder Vorträge funktionieren oder eben auch abtrennbar für Arbeitsräume und auch parallele Nutzungen sollen möglich sein. Ja, diese Linsen, die haben uns dann eingeholt. Also wir haben uns das so vorgestellt beim Wettbewerb, dass wir einfach eine dicke Holzplatte nehmen, 30 cm, da bohren wir Löcher rein und dann stecken wir diese Linsen rein und das ist es. Ohne Dämmung, ohne alles. Und mit dem sind wir dann auch zum Bauphysiker. Der hat gemeint, ja, grundsätzlich könnte schon funktionieren, man muss sich's genauer anschauen. Das haben wir dann gemacht. Das ist noch vom Wettbewerb. Also so haben wir das da so laienhaft halt beschrieben. Das Ziel ist eigentlich das, dass wir diffuses Licht in den Raum reinkriegen, also da einfach eine gleichmäßige Beleuchtung oder natürliche Belichtung schafft und das Licht bricht und dass wir im Prinzip hinten noch spielen können mit unterschiedlichen Transparenzen, je nachdem, wie wir das wollen. Dann haben wir haufenweise Firmen angeschrieben, eigentlich hat keiner Interesse gehabt, außer Glasmarte. Der war gleich Feuer und Flamme, weil der Chef selber irgendwie an der Kunst, ich glaube in München oder so, studiert hat und relativ viel mit Glasbläserei am Hut hatte. Und der hat gemeint, ja, das muss die Linse außen, das muss ein Glasbläser machen und innen, ja, da geben wir einfach ein normales Glas rein. Doppelte Isolierverglasung, also haben wir dann Dreifachverglasung und das passt. Der Bauphysiker hat dann noch gemeint, ja, aber hier muss halt gedämmt sein und dann müsste es auch funktionieren. Und dann haben wir uns eben entschieden, dass das ist alles ein Ding, das fixfertig gemacht wird. In die Holzplatte wird ein Spezialbohrer gemacht, der da so einen Falz reinbohrt, also von oben gebohrt und dann steckt man das einfach in der Halle rein, silikoniert hier und hier und fertig. Und drüber kommt dann im Prinzip die Hinterliftungsebene und die schützende Schirmschalung. Das sind jetzt die Prototypen, also 1:1 von diesem Ding. Also die sind echt groß, wie so große Blumenvasen. Und
Wir haben da unterschiedliche Formen ausprobiert. Also bei so einem Glasbläser im Schwarzwald, die sind sofort ausgeschieden, die schauen aus so wie Flaschen irgendwie. Und die fanden wir eigentlich beide recht schön und haben uns jetzt aber auf die speziellen da eigentlich geeinigt. Und hier sieht man ein so ein Ding, wie das ausschaut. Da der Wandaufbau, also im 1:1, also da sind wir 32, das ist das dickste, was es gibt, fix fertig. Und da werden einfach diese Löcher reingebohrt und dann eben von innen reingesteckt. Und da haben wir auch unterschiedliche Varianten probiert, mal klares Glas hier, dann mal sandgestrahltes Glas, einfach um ein bisschen zu testen, wie das Licht in den Raum reinkommt. Und bauphysikalisch funktioniert es, also wir haben es in so einem Klimaschrank getestet und ja, extrem schwer ist es. aber ja, also es ist jetzt so, Baubescheid haben wir, jetzt warten wir noch, bis es endgültig losgeht. Das war's. Dankeschön. So, vielen Dank. Ich frage gleich neugierig zum letzten Bild. Was können die Glasknubbeln? Was können die mehr als ein flaches Glas? Ja, besser ausschauen auf jeden Fall. Ja, wenn man gern Nippel hat, haben wir alle gewusst. Ja. So. Und sie sollen einfach das Licht strahlen im Prinzip. Also das, und tun sie das? Ja, es ist ganz, also es ist, man würde es nicht glauben. Also wenn man jetzt in die jeweils da reinschaut, da passiert jedes Mal total was anderes. Also ab und zu gibt es dieses, wie heißt das, das nicht passieren darf, gerade bei dem war das, da wird es irgendwie so grün oder so, das darf natürlich nicht sein. Also je nachdem, wie es... Also es tragt andere Spektralfarben nicht. Genau, ja. Also es ist wie bei einem Hammam. Also in der islamischen Architektur gibt es diese Glasobjekte, die dann, wenn man da im Bad ist, also ich kenne das jetzt nur, entschuldige, dass ich dir dann, also mir fällt jetzt nur ein, Sie haben etwas, Sie wollen ein indirektes Licht in den Ausstellungsraum bringen, das wetterunabhängig ist, und ein bisschen erinnert mich das an die Hammams oder auch an andere Kuppelbauten in Moscheen, wo man die eben mit Mörtel eingebaut hat. Nicht? Mhm. Das sind dann auch so gegossene Glasobjekte gewesen. Geht das? Ja, also wie gesagt, es war für uns auch überraschend, aber es war dann allen eigentlich auch das am sympathischsten, also wie das Licht da reinkommt. Also wir haben da überall so Sachen davor gebaut und das irgendwie analysiert, wie das Licht reinkommt, und da war es am schönsten. Also das kombiniert mit einer sandgestrahlten Fläche hinten. Die Wölbungen sind innen oder außen? Außen. Also das ist Fassadenansicht außen. Ja. Bitte ins Publikum gefragt. Es wird alles beantwortet. Das war fies. Ja, bitte, Herr Reischer. Das ist jetzt eigentlich keine Frage, sondern eine positive Bemerkung dazu. Ich finde es ja großartig, dass Sie, wenn Sie an der Angewandten studiert haben, es trotzdem geschafft haben, sich von den Klonen des Parametrismus oder Dekonstruktivismus so zu befreien, dass Sie eine derartig einfache, klare und unaufgeregte Architektur heute machen. Das ist hochachtungsvoll und das gibt eine gewisse Hoffnung für die Zukunft der Architekten ab, für mich zumindest. Also wenn niemand was fragt, ich frage noch was. Warum hast du den 200 Wohnungen Wohnbau so
despektierlich zur Seite geschoben. Verstehst? Da wird im Detail herumgefeilt an den Kapellen und an den Häuschen und dort ziehen aber dann 600 Leute ein. Ich verstehe schon, dass im mehrgeschossigen Wohnbau andere Robustheiten gefordert sind, aber die können genauso mit Qualität vollführt werden, ist meine Meinung. Ja, das glaube ich auch. Ja, das ist ein schwieriges Thema im Moment gerade, aber gut. Ja, wir arbeiten gerade an einem neuen und das es ist halt, also wie soll ich sagen, bei der Größe ist es, glaube ich, extrem wichtig, wie der Raum dazwischen funktioniert. Also wenn der Raum dazwischen gut funktioniert, zwischen diesen Blöcken, dann ist schon sehr viel gewonnen, meine ich. Und ich glaube, dass es auch, ob da jetzt beim Eingangsdetail, ob das jetzt hundertprozentig sauber gelöst ist oder nicht architektonisch, ist da nicht so wichtig wie andere Sachen. Und die anderen Sachen, die sind schon gut auch bei dem Projekt. Also der Außenraum und die Stellung der Gebäude zueinander und die unterschiedlichen Höhen. Und zack, hast du es uns nicht. Ja, nee, habe ich nicht. Nee. Das nächste Mal. Ja. Naja, auch im Projekt. Ja, im ja. Projekt hätte es mich schon interessiert. Ja, ja. Bitte, Maria. Naja, ich möchte mich natürlich auch anschließen, dass das ein sehr erfrischender und für uns alle auch sehr erfreulicher Vortrag war und vielen Dank dafür. Aber die Frage war jetzt, wie schaut der Alltag aus? Also in Bezau arbeiten ist ja wunderbare Lebensqualität, aber kann man so ungefähr sagen, wie viel Prozent Wettbewerbe, wie viel Prozent Bewerbungen heute? Gibt ja nicht mehr so viele private Kunden, gibt ja nicht so viele Blumenhändler, die sich vielleicht was bauen lassen. Gute Frage. Also wir machen so 6 bis 8 Wettbewerbe im Jahr, würde ich sagen. Und ja, die großen Aufträge kriegen wir eh nur über Wettbewerbe. Also es geht eh nicht anders. Aber ich kann es jetzt schwer beziffern. Keine Ahnung, Umsatz oder was wollen Sie wissen? Nein. Es hat nur einfach mit dem zu tun, dass das bezaubernd ist, sich vorzustellen, in Bezau in so einem schönen Raum am Zeichentisch sitzen zu können. Und dann denke ich halt auch, wir alle laufen unserem Leben nach und ein bisschen wollte ich halt ein bisschen mehr noch wissen, was es vielleicht dann noch in diesem Raum sonst noch gibt. Das ist ein schönes Paradies. Ja, ja, aber... Ja, es ist ja auch nicht immer so... So schön, wie es ausschaut, sagen wir so. Das hat man bei der Gruppenbildung um die sehr, sehr schön war. Dieses feine Kapellengerüst war grandios. Ja. Wie die Familienmitglieder dort beraten. Ja. Na, aber es ist bei kleinen privaten Sachen nicht immer einfacher, weil man hat so einen extrem engen Kontakt an und die kommen halt einfach vorbei im Büro, einfach ohne Termin und wie macht man jetzt das, so ungefähr. Aber er gibt ihnen gleich ein bisschen an Rotwein oder Weißwein, wie man im ersten Foto gesehen hat und dann geht es leichter. Ne? Okay. Das erste Projekt, das Haus für Julia und Björn, glaube ich, heißt es, ist ja, wenn man es jetzt von der Heizung her sieht, wo Sie gesagt haben, es ist nur ein einziger Kamin im Haus, der das heizt, etwas sehr ökologisch und Nachhaltiges. Wie sehen Sie denn den Begriff der Nachhaltigkeit in Ihrer Architektur vertreten oder bewertet? Nämlich im Sinn einer Langfristigkeit. Schwierig. Wir versuchen es natürlich. Also gerade... ich sage mal, dieses Kassel-Projekt ist natürlich vom, so wie ich es am Anfang auch bei unserem Büro gesagt habe, ist natürlich vom Grundriss her viel nachhaltiger geht es nicht. Also da kann man alles drin machen, auch in 100 Jahren noch, wenn es da noch steht. Das ist für uns eben wichtiger wie der Energiekennwert oder so vom Haus. Also mich persönlich interessiert das gar nicht, wie der Energieausweis da jetzt. Wenn er im Rahmen ist, dann passt es, aber alles andere...
ja, ich weiß nicht. Also uns geht es mehr darum, dass wir, wie schon eingangs auch erwähnt, dass wir Gebäude mit Bestand schaffen, die wir nicht in 25 Jahren wieder abreißen müssen. Also das finden wir eigentlich wichtiger, wie jetzt, ob da jetzt ein KW mehr oder weniger. Also das ist so, wie wir das sehen. Also dass wir einfach dadurch nachhaltige eigentlich Architektur schaffen, die auch ja, gewisse, zeitlos ist ein komisches Wort, aber so ein bisschen, ja, zeitlos ist vielleicht. Würden Sie sich der Aussage lieber intelligent verschwenden als blöd sparen anschließen? Nein. Erstens will ich mich auch anschließen, das war ganz toll, ich finde es total super, dass Sie eben von diesem Ort kommen und dann gehen Sie zur Frau Hadid und dann lernen Sie eh alles und dann bauen Sie so. Jetzt die Frage, und es ist alles wunderschön, muss ich schon sagen, würden Sie zum Beispiel, wenn Sie einen Auftrag kriegen, ich weiß nicht, in New York, in Wien, in Paris oder was zu bauen, würden Sie anders bauen? Ja, denke ich schon, ja. Sicher. Also wir würden jetzt nicht, also wir sind in Wien auch an einem Projekt, waren wir dran, das ist jetzt leider gestorben, blöderweise. Natürlich bauen wir da anders wie bei uns. Also es geht da genauso um den Kontext. Also wir würden jetzt keine Holzkiste irgendwo in im inneren Stadtbereich, also innerhalb vom Gürtel von Wien bauen oder so. Also das finden wir, passt halt auch nicht. Holz ist auch in Wien überall gefragt. Ja, es kommt ganz drauf an. Also. Würde ich auch sagen. Es ist jedes Mal der Kontext. Ja. Sag herzlichen Dank. War wunderbar. Danke.